Glück auf und Vorhang auf zu einer neuen Aufnahme der Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Und es regnet draußen. Schaut euch nur dieses Sauwetter an. Ach, naja, was will man machen? Und wie versprochen, ist es diesmal ja eine Tagelöhneraufnahme. Und ich glaube, da ist auch schon einer an der Tür, den mir das Arbeitsamt hier vorbeigeschickt hat. Ah, ja, da ist er schon. Ja, komm rein, Junge. LO1ZB, live in Hundsgrab, liebe Leute. Freut mich ganz besonders, du warst der Erste, der angerufen hat. Herzlichen Glückwunsch, du darfst jetzt für mich Schindarbeiten machen. Du kannst dich ja schon mal hier an der Küstenkiste so ausrüsten. Für alle, die sich jetzt wundern, dass der nichts sagt, die Tagelöhner, die sind stumm, die sagen nichts, ne? Die arbeiten nur. So wie sich das gehört für einen guten Leiharbeiter. Ja, bezahlen werde ich dich natürlich auch dann nach getaner Arbeit, würde ich sagen. Und wir werden gleich erstmal, auch wenn es regnet, oh, es wird dunkel, oder wie? Oder ist es einfach nur so bewölkt? Ich glaube, es ist nur bewölkt. Wir gehen zur Alchemistenbude, komm einfach mal mit. Ausrüstung hast du dabei? Ja, er nickt, alles klar, wunderbar. Dann folge mir einfach. Ja, es ist klasse, so einen Tagelöhner da zu haben. Da kann man sich viel Arbeit sparen. Ich gehe jetzt mal hier hinten rum, ist nicht so der typische Weg. Wir hätten auch vorne rumgehen können. Ich guck mal, wo die Bürger sich rumtreiben. Die gehen alle rein. Ja, bei dem Sauwetter, ne? Kann man ihnen ja nicht verdenken, dass sie reingehen. Ah, ja, er kommt den anderen Weg, ja. Wir müssen mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe hier... Oh, hier ist die Hölle los, liebe Leute. Ah, hier, das ist, von Tia, der Skin, den sie gemacht hat. Für, den Pfarrer, den anderen. Da brauchen wir noch einen Namen für den, ne? Der sieht ja anders aus als der normale Fabiano, der ja hier hinten steht und sich mit Ilsebil so unterhält. Der sieht ein bisschen anders aus. Ja, brauchen wir noch einen schönen Namen. Ich finde Ingolinde ja ganz schön. Könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Ingolinde ist so ein schöner Männername. So richtig männlicher Name. Ja, und, ne? Also der hier ist das, lieber LO1ZB. Mensch, ja, wir haben hier Holzstufen, davon gebe ich dir jetzt gleich erstmal ein paar, weil ich habe irgendwie keine Lust, allein an dem Dach zu bauen. Da kannst du mir auch mal ein bisschen bei helfen. So, Moment, zack. Ich kann noch einen ganzen Stack werfen, ich glaube, da muss ich so, oder... Nimm sie einfach. Habe ich dir jetzt alle gegeben? Ich glaube nicht. Okay, jetzt müsstest du 32 Stück haben. Er nickt, ja, wunderbar. Hey, Tim, wie geht's so? Alles waagerecht? Und, ja, bei Regen soll man eigentlich nicht aufs Dach gehen. Aber du kannst dir mal da hinten aus der Kiste vielleicht ein bisschen Erde schnappen. Und es steht schon wieder einer hier oben drauf. Das ist diesmal der Hackebeil, Pirat Hackebeil, steht da oben. Und guckt sich die Blumen an. Naja, will vielleicht Gärtner werden, man weiß es nicht. Aber den Gärtnerjob hat ja eigentlich schon wer anders. Ja, wie ich sehe, hat LO1ZB schon Erde gefunden. Wenn es reicht, dann kannst du schon mal aufs Dach gehen. Wir können aber auch hier... Ach, wir können auch innen lang. Warte mal, komm mal mit. Folge mir unaufhörlich. Hinter Ilsebilse her, die rennt auch schnell rein. Und hier regnet es überall noch rein. Das müssen wir jetzt ganz schnell ändern. Sonst zieht uns hier die Feuchtigkeit, genau, in den Stein rein, in den Sandstein. Hier hinten habe ich irgendwo eine Luke gelassen. Da kommen wir drauf aufs Dach. Und dann können wir es schnell mal fertig bauen. Heppa. Oh. Ist es runtergefallen? Nee, er ist schon oben. Alles klar. Ja, dann gehe ich, glaube ich, mal auf die andere Seite. Oder geh du mal rüber auf die andere Seite. Du kommst ja da hinten ganz gut rüber. Dann mache ich hier weiter und parallel dazu baut der gute LO1ZB auf der anderen Seite. Auf the other side sozusagen. Ja, es hat wunderbar geklappt mit den Tagelöhnern. An alle, die es nicht geschafft haben, jetzt so schnell dann hier reinzukommen. Tut mir leid, vielleicht wird es nächstes Mal was. Denke ich mal, irgendwann schafft er das. Irgendwann schafft er das. Es haben mir dann ziemlich viele gleich eine Nachricht geschrieben, persönliche. Also nicht, also auf Skype, so Nachrichten, kann man ja auch schreiben. Das bringt nichts, ihr müsst mich anrufen. Ihr müsst mich anrufen, sonst passiert da gar nichts. Und gleich ist das Dach dicht und der Sandstein kann trocknen. Was mich sehr freut. Und du hast keine Stufen mehr? Okay, ich gebe dir nochmal ein paar. Warte, ich habe auch nur noch 8. Da müssen wir doch nochmal tatsächlich... Mal gucken, du kannst, weißt du, wo Heinz Hütte ist? Dann renn mal zu Heinz Hütte und guck mal, ob er da noch Tropenholz hat. Der müsste da noch was haben, vorne in den Kisten. Da rennt er los. Da rennt er los. Und es hat aufgehört zu regnen. Ist es nicht schön? Jetzt, wo wir das Dach fast fertig haben, hört es auf zu regnen.
Irgendwer hat mal geschrieben, es regnet ja nie in Hundsgrab. Stimmt nicht. Es regnet ab und zu. Ist halt nur sehr selten, ne? Und ich schau mal, da hinten rennt er, seht ihr, ne? Ja, witzig, oder? Da hinten rennt er lang. Und ich schau mal hier so über den Ort. Wir müssen nochmal in die Mine. Und zwar wegen der Endertruhe. Ja, er wühlt in den Kisten rum. Mal gucken, ob er was findet. Mal gucken, ob er was findet. Weil ich habe jetzt auch kein Tropenholz mehr dabei. Naja. Ach, es ist ein schönes Dach. Man könnte hier noch so Erker reinmachen, hatte ich mir mal gedacht. Ich gehe mal hier unten rein. Oh, Vorsicht, nicht stürzen. Sandstein bräuchten wir auch nochmal. Da gehe ich gleich mal nach unten. Heppa, Todessprung. Au. Oh, jetzt bin ich fast hier auf... Ja, die ist doch ganz außer sich. Fast auf die gute... wie heißt sie eigentlich? Jasmina? Ist das Jasmina? Nee, ich glaube nicht, ne? Wir nehmen uns mal hier die 31, sollten reichen. Und dann machen wir uns mal nochmal ein paar... Ah nee, das reicht doch nicht, oder? Doch, klar. Das reicht. Da können wir nochmal ein bisschen Boden mitmachen. Ich finde, da ist echt ganz schön blass, der gute Ingolinde. Und da hinten ist noch das Skin von dem Minecrafter, glaube ich, war das. Und es wird dunkel. Bürgermeister an Fabiano. Fabiano sag ich schon. An LO1ZB. Es wird dunkel in Hundsgrab. Du müsstest dir eine Schlafstelle suchen. Und zwar bestenfalls in deiner Tagelöhner-Unterkunft. Was war das eben? Ruckel, ruckel. Damit wir jetzt schlafen können, damit nicht unsere Dorfbewohner hier von den Untoten gefressen werden. Das wäre sehr unschön. Ich hoffe, er hat mich gehört. Ich hoffe, er hat mich gehört. Ich leg mich mal hin und penne. Und es scheint zu funktionieren. Das heißt, er lag im Bett. Es hat funktioniert. Ja, haha. Man kann auch mit stummen Leuten hier in Hundsgrab kommunizieren. Das ist, ja, Telepathie, ne? So eine Grundeigenschaft vom Bürgermeister selbst. Die kriegt man in die Goldkrone. Ah, Moment. Ich habe gar keine Goldkrone mehr. Ja, ich denke mal, der Tagelöhner wird bestimmt allein sein Handwerk weiter verrichten, wenn ich nicht da bin. Ich weiß gar nicht, wo da steckt, der Typ. ich renne mal schnell in die Schatzkammer zu dem Gold. Zu dem Gold von Hundsgrab. In unserer Schatzkammer haben wir ja tonnenweise Gold gelagert. Haha. Und ja. Da ist die Schatztruhe mit den teuren Sachen. 64er Stack Gold. So viel brauchen wir natürlich nicht. So viel brauchen wir nicht. Aber ich habe auch noch was vor. Ich habe auch noch was vor. Und zwar will ich einiges von dem Gold in Goldbarren, also die Goldbarren sozusagen zu Goldklötzen schmieden. Ich mache ja mal eine Krone. Ohne Krone geht's ja gar nicht. Da ist sie. Und die setzen wir jetzt auch gleich auf. Moment. Zack. Und zarab. Und ich bin wieder ein gekröntes Haupt. Und das ist immer sehr wichtig. Dann haben die Bürger auch mehr Respekt vor einem. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich mache jetzt hier, ne? Ihr wisst schon, Blöcke. Und ich hoffe, es reicht, unser Gold, was wir haben. Ich denke aber schon. Ah, und jetzt können wir hier 3 Goldblöcke machen. Und die sollen dann als Grundlage, also sozusagen als, ja, Tisch für unsere Schätze dienen. Ich nehme die erstmal mit. Ich nehme sie erstmal mit, genau. Hier in der Monsterkiste müssen wir noch ein bisschen was ablagern. Ich habe hier noch ganz viele Knochen. Noch ein bisschen... Davon brauchen wir ein ganz klein... Ein paar brauchen wir davon. 3, glaube ich, müssten reichen. Den Rest lagere ich einfach mal hier ab. Haben wir noch irgendwas Monstermäßiges hier rumfliegen? Nein, nein. Und Zombie-Lebern haben wir auch nicht mehr. Okay, dann gehen wir mal zurück zur Baustelle. An der mit Sicherheit fleißig gebaut wird, weil jetzt der zweite Tag... Unser Tagelöhner hat sich sicherlich eingewöhnt. Hat sich mit seinem... Ah, schaut mal, so geht das, ne? Dann klappt's auch mit dem Tagelöhner. Ist das Dach nämlich fertig? Wunderbar. Und ich sehe schon, da fehlen noch Fenster. Die bringe ich gleich mal mit hoch. Kiste ist offen. Okay. Hier ist die Superschaufel drin. Und hier sind auch noch Fenster. Dann können wir nochmal die restlichen Fenster da oben reinmachen. Und den Fußboden, den kann vielleicht gleich der... LO1ZB, unser heutiger Tagelöhner, verlegen. Ach, hier oben sollte ja... das ist ja die Decke. Da wollten wir aber auch Boden reinzimmern, ne? Ja, genau. Warte, ich gebe dir mal ein bisschen was.
Und zwar hier alle, die wir hier so haben. Zack. Ja, ich mach das mal so. Oder ich mach's einfach mal. Quatsch. So. So, da kommst du halt mal ein bisschen mit hin. Dann kannst du dir den Fußboden machen. Ich setze dann die Fensterscheiben ein. Ah, ja, mühsam, mühsam. Wie sieht's eigentlich aus mit dem Hunger des Tagelöhners? Kriegt er irgendwann Hunger oder hat er was zu essen dabei? Kannst du ruhig was sagen? Alles klar, ich denke mal, er hat zu essen dabei. Fenster? Sind da doch alle drinne? Oder hat er die eben schnell eingesetzt? Kann ja sein, naja, gut. Dann müssen wir uns langsam an den Innenausbau machen. Dafür brauchen wir, also ich will ja hier überall noch die Balken hinsetzen. Das Dach, das passiert langsam. Ich hole schon mal Holz. Naja, ja, ja. Bin ich hier der Tagelöhner oder du? Nein. Ich hole mal Holz. Was haben wir eigentlich in der Kiste hier? Ach, da haben wir die ganzen Sandsteinsachen drin. Das ist sehr gut. Was willst du denn? Hier ist gerade der Ingo Linde und will gerade mir einen Handel aufdrängen. Ist ein sehr anstrengender Dorfbewohner, neuer Dorfbewohner. Ja, und ich sehe, wir haben hier noch ein paar Balken. Ein paar Balken haben wir noch. Sehr gut. Kannst ja nochmal beim Hain nochmal gucken, ob wir noch mehr Fichtenholzbretter haben. Lieber LO1ZB. Schau mal nach. Weil ich glaube, das reicht nicht, was wir hier haben. Denn hier sollen ja noch so Räume hin. Das heißt, hier müssen noch Balken hoch. Und ich glaube, ihm fehlen auch noch, ja, hier diese Platten. Da fehlen noch welche. In der kleinen Kiste unten, da sind auch noch diese Platten. Oder ich kann die ja auch machen. Dann kannst du da die Decke weiter zimmern. Das kriegen wir hin. Ja, es geht alles sehr viel schneller, wenn man so einen Tagelöhner dabei hat. Muss ich ja schon mal sprechen. Sagen. So, der Balken ist auch fertig. Jetzt haben wir das Gebälk hier schon fertig. Naja, gut. Aber wir müssen ja auch oben noch den Dachstuhl machen. Dann wollen wir kurz von außen gucken, wie wir das am besten bewerkstelligen. Also da, ne? Kannst du dir ja mal schnell Platten zimmern. Gell. Und ich schaue hier mal außen. Nach dem, wie wir es außen machen. Ah, da müssten wahrscheinlich, ich muss noch mal ein bisschen weiter weg. Ich schau mal von hier ganz hinten, Leute. Guck mal, unsere Kühe. Schauen die alle zu uns rüber? Ja, da muss auch noch glatter Sandstein hin. Ja, und unser Tagelöhner verrichtet sein Werk. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich guck mal, ob wir noch hier noch glatten Sandstein drin haben. Jo, haben wir noch. Wunderbar. Dann werde ich mich auch mal schnell an die Baustelle begeben. Und jetzt kriegen wir auch langsam unsere Alchemistenbude hier fertig. Und hier in der oberen Etage soll ja sozusagen, ja, soll ein Krankenzimmer entstehen. Wie wir das genau machen, muss ich erst nochmal schauen. Okay, hier kommt jetzt Sandstein rein. Ach so, hier haben wir jetzt ja noch diesen Vorbau. Okay, okay, okay. Wie machen wir das mit dem Vorbau? Der Tagelöhner müsste mal ganz kurz hier hochkommen. Hier vorne müssten auch noch so Platten rein, dass ich mich da draufstellen kann. Hast du noch welche da? Das ist sehr schön. Also hier, genau. Wunderbar, dankeschön. Dankeschön. Ich wollte das ja so ein bisschen abgestuft machen, eventuell. Das würde bedeuten, dass ich hier so ein kleines Vordach habe, was dann bis hier oben hinkommt. Das sollte aber noch ein höher werden. Bin jetzt gerade mal ein bisschen stiller, weil ich gerade überlegen bin, wie ich das mal am blödesten mache. Aber am blödesten kriege ich das so hin, glaube ich. So. Und so. Genau. Und dann das Dach da drauf, ne? Ja. Hier rüber. Genau, so. So machen wir das. Also, zur etwas ausführlicheren Erklärung als so und so. Ich will natürlich hier so ein kleines Vordach haben. Und jetzt habe ich schon kein Holz mehr. Das müsste mir der Tagelöhner gleich mal anreichen. Reicheln. Wunderbar. Jetzt hat er sich selber wieder geschnappt oder habe ich es jetzt? Ja, hat sich selber... Ja, okay. Habe ich. Dankeschön. Ach, das klappt ja alles wunderbar. Und jetzt kann hier der Sandstein rein. Und dann müssen wir gleich nochmal, liebe Leute,
Hier können wir auch dann noch so ein Fenster lassen, eventuell. Müssen wir mal schauen. So ein ganz kleines wahrscheinlich nur. Doppelt. So eventuell. Ah, nee, das sieht kacke aus. Entschuldigung. Nicht so schön aus, sagt man da lieber. Genau. Machen wir einfach so. Und dann kommt hier nochmal so ein Vordach hin. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe überhaupt keine Erde dabei. Hast du Erde dabei? Zufällig? Müsstest du eigentlich, ne? Ja, nur so ein paar reichen. Ist gut. Danke. Ja, jetzt haben wir Erde. Jetzt kann man nämlich hier hoch. Machen wir vielleicht so einen kleinen Aufstieg hier. So, jetzt müsste hier dann nochmal so eine Schräge drauf. Haben wir noch Tropenholzstufen da? Ich hoffe doch. Wenn nicht, müssen wir tatsächlich in die Tropen und... Ah, du hast noch Tropenholz selbst, ja, das ist gut. Mach nochmal ein paar Stufen, genau. Dann muss ich nochmal gucken, wie ich das hier genau mache. Wenn ich jetzt hier hochgehe... Okay, hier müssen wahrscheinlich sowieso Sandsteinblöcke hin, dann an der Seite. Einmal so. So. Dann würde der so runterkommen, aber ich weiß nicht, ob das aussieht. Müssen wir gleich mal schauen. Das muss ich auch erstmal testen. Man kann das ja nicht alles wissen. Ich kann nicht alles wissen. Ah, da ist er schon wieder. Genau. Die brauche ich. Gib mal ein paar her. Schmeiß mal rüber, das Kram. Okay. Schmeiß her. Da sind sie. Nimm sie. Ah, jetzt habe ich sie genommen. Ah, zickt ein bisschen rum, mein Hilti Hammerson, Bürgermeister von Hunsgrab. Kerl. Da oben müssen noch... Genau, da müssen die rein. Ah, wir haben hier noch die ganzen, das ganze Leder dabei für die Rüstung. Ah, je. Also wahrscheinlich so. Oder könnten wir auch Zäune reinmachen. Das würde vielleicht besser aussehen. Moment, die normale Hacke. Kannst du mal gucken, ob unten Zäune sind? Den beschäftigen wir echt ganz schön den Arm, ne? Ja, naja. Das heißt ja nicht, lustig ist das Tagelöhnerleben, sondern hart ist es und... entbehrungsreich. Entbehrungswillig. Oh, oh. Irgendwas leckt hier gerade. Und ich habe Angst, dass ich hier runterfalle. Was ist denn jetzt los? Irgendwas leckt hier total. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Irgendwas stimmt mit dem Server, glaube ich, nicht. Jetzt ist wieder normal. Okay. Auch witzig. Ja, doch, das geht. Das geht. Ah, wunderbar. Danke. Genau, und dann machen wir das nämlich so. Hier rüber. Und hier. Und hier. Ja, und die passt sich gleich an, aber... Beinahe. Dann sieht das natürlich hier oben ein bisschen plätt aus. Das müssen wir dann nochmal ändern. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Ich weiß sowieso nicht, ob das gut aussieht, aber schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Jetzt brauche ich ein bisschen Erde. Erde habe ich hier, genau. Ich bin gerade ein bisschen stiller. Ich bin ein Sportsfreund stiller. Und da unten ist Ilsebilse mit ihrem neuen Hut, den sie immer noch von Karneval über hat. Und, ja. Steht ihr auch ein bisschen schon. Doch, kann man so sagen, steht ihr. Der neue Hut steht ihr gut. So, so käme dann das Dach hin. Okay, das hieße für uns. Dann so und so. Jetzt gehen wir mal hier auf die Stufe. Ich habe echt die Befürchtung, dass ich hier runterstürze. Und dann... sterbe, bis ich tot bin. Ach, hier da unten ist er. Unser Tagelöhner. Der braucht eine Aufgabe. Ich überlege gerade schon, was wir dem mal aufgeben könnten. Ja, was brauchen wir denn mal? Du könntest mal hier ein bisschen ernten und Korn ernten und die ich glaube, die Kürbisse sind auch schon wieder reif. Das kommt alles dann in die Gemüsebude da, die da bei den Kornfeldern ist, in die Kisten. Kannst dich mal ein bisschen umschauen. Selbstständiges Arbeiten ist angesagt. Und ich habe keine Stufen mehr. Ah, muss ich jetzt etwas selber los? Verdammt. Jetzt habe ich den losgeschickt. Und jetzt muss ich selber mir Stufen holen. Das ist ja voll ärgerlich. Ah, da ist er schon wieder. Juhu, das klappt ja wie am Schnürchen. Schmeiß rüber den Mox. Okay, 5 reichen nicht. War denn bei Hain noch Tropenholz? Oder hast du noch was da? Nicht? Dann schnapp mal eine Axt.
Und geh mal vorher in deiner Tagelöhnerbude vorbei. Ah, da ist noch was. Da kommen wir damit hin. Das ist auch nicht sehr viel, glaube ich, ne? Mein Inventar ist voll. Ich muss ja mal ein bisschen entmüllen. Ein wenig entmüllen.